Canindler, du kommst gerade vom Training mit dem FCZ. Wie war es, mal wieder mit deinen ehemaligen Teamkollegen zusammen zu spielen? Sehr gut. Also ich habe mich wirklich wohl gefühlt den ersten Tag bis eigentlich heute. Ich konnte die ganze Woche trainieren und dank Urs Meier konnte ich wirklich dabei sein. Und dann ein bisschen auch ein bisschen motivieren für ein Mittwochsspiel gegen Thun, wo sie gespielt haben. Und da haben sie einen, ja, sagen wir mal, einen klaren Sieg hergeführt. Ich bin froh, dass ich mit trainieren durfte. Inwiefern unterscheidet sich das Training in Italien von dem hier in der Schweiz? Ja, jetzt, Ende der Saison, ist es ein bisschen anders, aber im Großen und Ganzen ist das Wetter ein bisschen anders bis jetzt. Und, aber in Italien ist es halt mehr taktisch und mehr intensiver bei den Zweikämpfen, aber im Großen und Ganzen ist es jetzt okay für mich. Napoli hat jetzt mit dem Rafael Benitez einen neuen Trainer. Überleihst du dir einen Wechsel zu Inter? Es wird ja viel geschrieben von mir und ich denke, der Herr Benitez hat mich schon bei Liverpool wollen. Und jetzt denke ich nicht an Wechsel oder so. Ich meine, ich habe noch einen Vertrag mit Neapel und will das so positiv genug durchziehen. Aber klar, man muss immer analysieren jedes Jahr, was passiert und alles andere macht der Manager, wo dann ja, für Saisonvorbereitung dann ganz wichtig ist.